Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass du dabei bist. Und da ich gerade einen Providerwechsel am Laufen habe und mich informiert habe, wollte ich das einfach mal mit euch teilen. Da auch im Umfeld manche schon nicht genau wussten, wo sie hin sollen. Und es ist echt schwierig. Früher war es auch schon schwierig, aber die Tarife sind so, ist ein richtiger Dschungel, so richtig ja, undurchsichtig. Also, was soll es gehen? Vor allem jetzt für YouTuber, gerade welche, wo hier auch Videos hochladen, geht es ja immer um den Upload. Da ist ja der Download nicht so wichtig. Und dann noch die Unterschiede, und ob Kabel oder DSL. In den Städten ist ja meistens beides verfügbar. Und auf dem Land meistens, ja, je nachdem, wo ich damals auf Kabel gewechselt bin, gab es dann DSL immerhin mit der 16 Mbit Leitung, aber Kabel war dann mit 50 Mbit nahe viel höher als maximal. Mittlerweile wird es vielleicht besser sein, ich bin jetzt eher stadtnah, ich habe jetzt beides zur Auswahl, wobei DSL immer noch nur die 100 Mbit geht, also nur. Wobei ich da jetzt auch, ich habe jetzt schon bestellt bei einem, aber dazu nachher mehr. Jetzt fangen wir einfach mal an. Und zwar habe ich hier schon die gestartet, wie man sie alle kennt, O2, Telekom, Vodafone und Kabel. Ich bin hier in Württemberg, Württemberger Gegend, da gibt es Unity Media. Die vom Norden, die werden Kabel Deutschland bisher kennen, und die wurden aber von Vodafone gekauft, also das hängt bei Vodafone mit drin. Sieht man hier auch schön. Internet über Kabel, das ist von Kabel Deutschland, dann haben die jetzt bei Vodafone mit drin. Und DSL immer noch ganz normal, die haben jetzt dann beides. Komisch, dass es geht. Aber das Kartell dann, wo ist der wohl nicht so wild. Dann habe ich hier noch einen Vergleicher, die sind ja auch immer geschickt, manche benutzen sie. Und da würde ich jetzt einfach mal beginnen, weil da kann man auch schön erklären. Also hier soll es jetzt ums Internet gehen, und das Telefon ist ja meistens mit dabei. Das ist günstiger wie nur ein Internet und nur ein Telefontarif, das gibt es auch kaum noch. Dann gehen wir hier mal oben drauf, DSL und Handy heißt es hier. Und dann kommen wir hier schon zum DSL-Vergleich. Internet, Festnetz und das Fernsehen. Das erwähne ich vielleicht noch am Rande. Manche schauen vielleicht noch Fernsehen, manche wie ich jetzt nicht mehr. In YouTube gibt es so viel, und die Mediatheken im Internet, kann man ja auch die öffentlichen schauen. Es gibt Programme, wo man dann auch übers Internet, über den Computer das schauen kann. Aber wenn man nur einen Fernseher hat und nur einen kleinen Bildschirm, da schaut man noch vielleicht Fernsehen. Da gibt es mittlerweile auch günstige Sachen im Gegensatz zu Kabel. Da zahlst du ja seine 16 Euro oder kaufst du eine Satellitenschüssel. Da hast du einmalige Kosten. Und mit Netflix gibt es ja die großen Fernsehanbieter von Amazon oder so, wo man dann weniger zahlt, aber hast dann halt die Serien, wo da laufen, oder da kenne ich mich aber zu wenig aus, ich schaue ja keinen Fernseher, das nur am Rande. Ja, jetzt gehen wir einfach mal auf Vergleichen, Internet mit Festnetz. Dann kann man hier die Geschwindigkeit angeben, und bisher hatte ich einen kleinen Tarif, weil ich nichts mehr runtergeladen habe, im Gegensatz zu früher, wo ich noch ein Freak war sozusagen, jeden Film, jedes Spiel runtergeladen, da wo ich noch die 50 Mbit Leitung hatte. Aber jetzt für YouTube, da ist es dann halt wichtig, weil im Privatbereich gibt es den Download, ist immer höher wie der Upload. Aber das sehen wir gleich. Ja, jetzt kann man hier einen Ort eingeben. Ich gebe hier mal Reutling ein. Das ist bei uns hier die Großstadt. Ja, gebt halt eure Daten an, wo ihr seid.
Und je nachdem, ob ihr halt schon einen Vertrag habt, die meisten haben ja einen DSL-Vertrag oder sind bei Kabel. Wobei das ja eigentlich uninteressant ist, das ist dann nachher, ob man wechseln kann oder nicht. Ich will hier vergleichen. Jetzt wieder eine Straße unbedingt. Gibt es eine Hauptstraße in Reutlingen? Wahrscheinlich nicht. Da gibt es auf jeden Fall eine Wilhelmstraße. Wilhelm Kuhn, auch recht. Wichtig ist da nicht irgendwas einzugeben, wie ich jetzt zum Zeigen, sondern ihr müsst wirklich eure Adresse angeben, weil das kann, also gerade in ländlichen Gebieten, wo ich gewohnt habe, je nach Straße gibt es eine verschiedene schnelle Geschwindigkeit. Also wenn du näher an dem Knotenpunkt von der Telekom dran bist oder eben von Vodafone, das sind ja die großen grauen Boxen an der Straße, je näher man da dran ist, desto schneller kann es sein, ist die Geschwindigkeit. Also in unserem Ort hatten andere. Die konnten noch gar nicht auf die 100er Leitung oder auf die 50er, wo damals noch verfügbar war. Je nachdem, da gibt es kein Kabel, bei anderen haben keinen DSL. Also es ist wichtig. Aber da gehe ich noch mal nachher drauf ein, weil am besten ihr chattet mit den Leuten. Aber jetzt geht es erstmal darum, die mit ihren Empfehlungen. Also wenn ihr da offen seid und bei so einem bestellen wollt, das ist jetzt nicht meine Sache. Ich gehe lieber zum Anbieter direkt und bestell darüber. Das ist teurer dann. Da kriegst du nicht so ein Cashback oder so Sachen. Aber weil, ich weiß nicht, ob so ein Vergleichsportal, ob die so seriös sind oder so. Aber das ist jedem sein Geschmackssache. Da könnt ihr das machen, wie ihr das wollt. Wenn ihr hier eure Daten eingebt, sind sie halt da drin. Ich mache jetzt einfach mal niedrigster Preis. Und dann leider geschwind. Okay, 20 Euro Effektivpreis. Jetzt haben wir hier, ich habe ja hier die 50er ausgewählt. Und hier sieht man schon, das ist der Download. Das, was ihr aus dem Internet ladet, wenn ihr ein Video anschaut, wenn ihr rumsurft, irgendwas runterladet, ein Programm, irgendwelche Dateien, das ist der 50er. Und der Upload, das ist das, wenn ihr was auf eurem Rechner liegen habt und ins Internet tun wollt. Sprich, wenn ihr da irgendwo eine Cloud habt, einen Speicherplatz. Telekom, da gibt ja zum Beispiel auch, kommt das hier gerade zufällig? Ah ne, das kommt nachher dann. Können wir hier gleich auf DSL und Internet gehen. Hier kommt auch direkt der Chat, aber da komme ich nachher drauf. Also unter der Woche zu normalen Arbeitszeiten. Wobei manche sind vielleicht auch sonntags da, wer weiß heutzutage. Was ich nur kurz zeigen wollte. Nö, da kommt es jetzt gar nicht. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr irgendwas ins Internet laden wolltet, ein Video auf YouTube hochladen oder sonst auf dem Portal viele Bilder hochladen. Da gibt es ja heute so Foto, wie sagt man so Albums. Da könnt ihr ganze Fotoalbums in hoher Qualität hochladen, aber das dauert dann halt. Wenn ihr 10 Mbit hat, dann dauert das halt nicht so lang. Also ich hatte ein 15-Minuten-Video in 27p, also HD Ready, nicht mal Full HD. Und es war halt schon 500 Megabyte groß und das dauert dann mit einer. Gut, ich habe jetzt noch den kleinen Tarif mit einem Mbit, also nur eins.
wo es dann, boah, also über 4 Stunden auf jeden Fall gedauert hat. Ich glaube sogar 6 oder also auf jeden Fall lang. Das kann man sich ja ausrechnen. Das ist, die Bits sind immer der achte Teil davon. Mehr einen Taschenrechner nehmen. Und mal oder einen Mbit nehmen. Ja gut, da kommt jetzt 0,15 raus. Das wären dann bei 10 Mbit dann 1,25 Megabyte. Wobei das Theoriewerte sind. Also wenn ihr dann wirklich hochladet, habt ihr dann wahrscheinlich nur 8. Also das ist gerade hier 1. Also 10 durch 1825. Dann habt ihr nur 8. 1 Megabyte pro Sekunde und das heißt, also für 500 Megabyte Video mal 1 ist ja klar, 500. 500 Minuten dauert es dann. Sekunden. Und das wären dann 8 Minuten. Das ging ja dann. Also die 10 Mbit Leitung ist schon mal okay. Wie man sieht, bei einem ist dann halt 0,8 Minuten. Und das dann hochzurechnen, das gibt dann halt Stunden. Und ich für mich habe mich jetzt entschieden, sogar auf die 40er zu gehen, weil wenn man halt viel Videos hochladen möchte dann und frei sein möchte, hier die 40er, dann ist es einfach ja viel effizienter. Man kann nur kurz hochladen, weil ich kann auch nicht den Rechner laufen lassen, weil er sagt, er könnte über Nacht den Rechner laufen lassen. Dann kostet halt Stromgeld. Ob du hier ein paar mehr Euro zahlst und für den Tarif oder ob du zu Strom zahlst, das ist halt die Frage. Und hier hast du ein schnelles Internet. Finde ich geschickter. Und du musst deinen Rechner nicht ewig laufen lassen oder so. Gut. Aber man kann ja mal die 10er testen. Dann haben wir hier die großen. Wie gesagt, O2, Vodafone, Unity Media. Das Problem ist jetzt, komme ich gleich als erstes zum Kabel- und DSL-Vergleich. Der Kabel bietet preis-leistungsmäßig weniger Upload an. Das ist wirklich für die Privatleute, wo nichts hochladen, wo nur runterladen, größtenteils, weil die haben wirklich eine dicke 50er-Leitung, aber nur 2,5 Mbit. Man sieht, die DSL-Anbieter bieten durchweg mehr Upload. Deshalb, ich wollte eigentlich zu Kabel wechseln, weil das vom Support her ist es auch, sind die mittlerweile nicht mehr so schlecht. Aber die bieten einfach zu wenig Upload. Für YouTuber macht es wenig Sinn. Dann zu den Tarifdetails können wir hier noch eingehen. Also die Modems sind immer dabei. Gibt es immer die kostenlosen, das tut es meistens. Ich habe jetzt hier eine kleine Box. Vodafone hat jetzt sogar eine Fritzbox für 0 Euro, aber 2 Jahre und dann muss ich wieder zahlen und so fort. Aber die kann man dann wieder zurückschicken, dann muss ich das Rücksendelabel aufheben und naja, dann nehme ich lieber die kleine Box, wo es auch tut. Höchstens, man hat viele Geräte, viele WLAN-Geräte, noch ein paar Handys, Drucker, wo man da anschließen will und wobei das die kleinen Boxen können das normal auch. Da hast du halt begrenzten Steckplätze. Also wenn du wirklich noch Kabelstecker hast, wie ich jetzt hier im Hauptcomputer, gehe ich noch mit normalem Kabel rein. Da hast du halt nur einen Anschluss wahrscheinlich, oder? Und bei den großen Boxen hast du dann mehr. Sieht man die hier?